Peter. Sie haben alle probiert und Sie haben gemerkt, es geht gut runter. Ich habe ja schon bei dem ersten Drink die eine oder andere Einschätzung gehört, was könnte denn bei Rum Chata drin sein. Und das, denke ich, eins der wichtigsten Bestandteile ist erstmal der Alkohol. Und zwar haben wir tatsächlich einen sehr guten Alkohol. Dazu muss ich erstmal sagen, dass Rum Chata per Definition ein Likör ist. Und Likör ist nichts anderes als eine aromatisierte, süße Spirituose, die 100 Gramm Zucker pro Liter enthält. Es gibt unfassbar viele Liköre, es gibt auch bittere Liköre, aber die haben alle sehr viel Zucker. Also nur weil das bitter schmeckt, heißt es nicht, dass da kein Zucker drin ist. Und jeder Likör braucht eine Basisspirituose. Das heißt, man braucht ein Whisky, ein Wodka oder in diesem Fall ein Rum, um quasi dann diesen Alkohol machen zu können. Und wir haben hier einen fünffach destillierten Rum. Ich weiß, ich bin heute mit der Fachpresse da. Ich sage trotzdem in einem Satz, wenn man Alkohol erzeugen möchte, muss man einmal destillieren. Da gibt es ja diese schönen Destillate, das sind die etwas außergewöhnlichen Maschinen. Und wenn man einmal destilliert mit Früchten oder mit Getreide, dann bekommt man, und mit Wasser natürlich, bekommt man Alkohol. Und wir haben hier fünffach diesen Prozess wiederholt, um halt, weil je häufiger man diesen Prozess wiederholt, desto reiner wird dann der Alkohol. Und desto weniger ist das Kopfschmerzrisiko am nächsten Morgen. Fünffach destillierter Rum aus Puerto Rico ist also die Basis. 15% Alkohol, also gar nicht so viel. Liköre gehen ja auch hoch bis 40%, aber wir sind hier bei 15%. Also minimal mehr als ein Wein. Weitere Bestandteile. Wir kommen zum Namen. Rum haben wir ja drin. Rum Chata. Was ist Chata? Wir haben also ein Likör, also es ist klar ein Rumlikör. Und Chata kommt von Orchata. Or ist ein verschlucktes H. Die Spanier können ähnlich wie die Franzosen das H nicht so schön aussprechen. Und deswegen Orchata, H-O-R-C-H-A-T-A. Ein sehr beliebter Erfrischungsdrink, der ursprünglich aus Südspanien stammt, aus Valencia. Der sehr beliebt auch in Lateinamerika ist, insbesondere in Mexiko. Und der nichts anderes ist als quasi zermalmte Nüsse, aufbereitet als Milchshake, mit Sahne, mit Milch. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der das kennt. Orchata ist relativ bitter und für den deutschen Geschmack würde ich es wahrscheinlich sagen, gewöhnungsbedürftig. Aber sehr beliebt, wie gesagt, insbesondere in Mexiko. Jetzt hat Rum Chata gesagt, wir zermalmen keine Nüsse, sondern Reis. Reis ist sehr mild. Das heißt, wir haben zermalmten Reis und das aufbereitet mit etwas Zimt. Zimt ist hier sehr prägend. Vanille und fünf weitere Gewürze, über die keiner spricht, aber ich habe herausgefunden, dass eins davon Kardamom ist. Das heißt, zermalmter Reis, Zimt ist wie gesagt sehr prägnant. Ich habe heute schon gehört, und das höre ich fast jeden Tag, wenn ich Rum Chata verkoste, Kokosnuss, nein, Mandel, nein. Und Nüsse, die eigentlich im Original Rum Chata sind, auch nein. Aber man könnte durchaus sagen, ein flüssiger Milchreis. Und die Farbe, wurde ich auch schon darauf angesprochen, und dieses Milchige ist die Sahne. Sahne spielt auch hier eine Rolle. Jetzt kommen wir nach Wisconsin. Wir waren ja eben mit dem Rum in Puerto Rico, mit dem Orchata waren wir in Mexiko und mit der Sahne kommen wir nach Wisconsin. Einmal von Ben & Jerry's. Die Marke Rum Chata kommt aus Wisconsin. Wisconsin ist ein sehr naturbelassener Bundesstaat im mittleren Westen der USA. Am Lake Michigan, Stunde von Chicago entfernt. Ein sogenannter Swing State, also Hillary Clinton hat knapp verloren, aber das spielt jetzt hier nicht zur Sache, auch wenn es ein Product of USA ist und die natürlich stolz darauf sind. Die beste Sahne der Welt kommt aus Wisconsin.
sagen die. Und deswegen können wir mit Fug und Recht behaupten, wir haben hier wirklich ein schönes Produkt. Wir haben einen tollen Rum und wir haben tolle Zutaten. Und deswegen habe ich gehört, es ist wirklich fein. Und auch wenn es suggeriert, dass das tatsächlich ein Kopfschmerzdrink sein könnte, verspreche ich Ihnen, Sie werden morgen, wenn Sie sich jetzt an den Shutter halten, keine Probleme haben. Also das sind die Inhaltsstoffe, das ist, was Rum Chata ist. Und wenn wir dann Richtung Kokosnuss kommen, oder Richtung Marzipan, oder Richtung allen anderen Dingen, oder fast allen anderen Dingen, die hier stehen, Rum Chata könnte zum besten Freund von diesen beiden Herren werden, weil man kann es mit fast allem mixen. Und ich bin auch froh, dass wir gleich noch, glaube ich, 6 weitere Drinks bekommen. Weil diese demonstrieren werden, dass Rum Chata unfassbar flexibel ist. Man kann fast alles damit mixen. Man kann, ist ja klar, Rum ist drin, also ich könnte noch weiteren Rum hinzufügen. Kokosnuss, Batida de Coco, Malibu, Kokosnusswasser soll jetzt auch ein neuer Trend sein. Wunderbar. Frische Früchte, ich habe hier auch schon Himbeeren gesehen. Frische Früchte, Himbeeren, Blaubeeren, Ananas, Mango, Maracuja, Passionsfrucht. Super, funktioniert. Eiscreme, hervorragend. Kaffee, ich trinke keinen Kaffee, ich trinke schwarzen Tee. Rum Chata funktioniert. Kaffee funktioniert. Kaffee-Likör, Kalua funktioniert, Eiskaffee funktioniert und ich bin froh, dass gleich meine Herren den Limoncello mit Rum Chata kombinieren werden, weil auch das wird diese Frische hineinbringen. Denn ich habe ja vorhin so ein bisschen auch den Akzent gelegt auf den Zimt und die Deutschen assoziieren Zimt auch sehr viel mit Weihnachten und mit Lebkuchen und mit Kamin. Und mit einer warmen Decke und mit Kaffee und Kuchen. Und das werden wir alles machen im November, Dezember, Januar. Aber jetzt sind wir im Juli. Und deswegen haben wir eben diesen schönen Sorbet gehabt, wo wir einfach nur Crushed Ice hatten. Jetzt haben wir Limoncello. Und danach kommen die harten Sachen. Also ich sagte Rum. Es geht aber auch Wodka. Ich weiß nicht, ob ihr, was ihr noch so im Programm habt, aber bis hin zu Gin, man kann wirklich mit Rum Chata unfassbar viel mixen. Das Einzige, was sicherlich ein bisschen Probleme bereiten würde, sind so mit Kohlensäure, so Richtung Sekt und so, das wird dann schwierig, weil es dann flockt. Aber sonst, Sie können ein Cheesecake machen, den wir sogar gemacht haben mit Rum Chata. Es ist wirklich unfassbar geschmeidig und vielseitig. Und deswegen macht es Spaß, für Rum Chata zu arbeiten. Und deswegen kann ich hier mit gutem Gewissen stehen und Prost sagen. Cheers.